So, wo wir gerade bei den Omas sind, jetzt am Sonnabend waren einige dieser Omas von Grimm spaziert in Berlin und haben dort, glaube ich, ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Und da können die Omas ganz stolz sein, und da sind wir stolz auf unsere Omas, die am Sonnabend Grimmen steht auf und Mecklenburg-Vorpommern dort in Berlin vertreten haben. Dankeschön da nochmal an die Omas. Ja, und was auch nochmal schön war, ich möchte erinnern an Donnerstag, vielleicht einer ja, andere war ja da beim Konzert von Esteban Cortez. Ich war wirklich erstaunt. Das war eine Hoffnung natürlich immer, dass viele werden. Aber da waren auch knapp über 100 Menschen, die den Texten von Esteban Cortez zugehört haben. Das war schon sehr schön, ein sehr schöner Abend, der uns, ich glaube, knapp 2 Stunden also 2,5 Stunden war insgesamt mit Pausen und so weiter, hat aber bestimmt 2 Stunden lang gesungen und seine sehr kritischen Texte zu Gehör gebracht. Das war ein sehr schöner Abend. Muss man mal gucken, dass man sowas einfach nochmal wiederholt. So, hat noch jemand was? Ansonsten möchte ich mit Bertolt Brecht zum Beispiel nochmal, er hatte damals ja diesen offenen Brief 1951, war das 51? Ja, ich glaube 51 war es, ja, im September geschrieben, an Künstler und so weiter und so fort. Und er forderte Folgendes. Er forderte eine völlige Freiheit, in Anführungsstrichen, des Buches, des Theaters, der bildenden Kunst, der Musik und des Films. Jeweils mit einer Einschränkung. Keine Freiheit für Schriften und Kunstwerke, welche den Krieg verherrlichen oder als unvermeidbar hinstellen, und für solche, welche den Völkerhass fördern. Ich denke, das sind ein paar schöne Worte. Wenn man das machen würde, das wäre total schön. Ja, wenn jetzt keiner was hat, dann würde ich heute mit dem Lied der Kraniche. Doch, willst du? Du willst noch was sagen? Willst du was zu Berlin sagen? Ja, genau. Gut. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob. Natürlich. Ja, so, das ist eine der Omas. Ne? Weiß ich ja nicht. Schau mal, du bist doch, siehst doch so jung und knackig aus. Dann weiß ich nicht, ob du eine Oma bist. Nicht, dass ich hier noch ein Fettnäpfchen trete oder so. Nein. Ja, also, hallo. Wir waren am Sonnabend in Berlin und Dich es war daran, das Mikro. wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Es war sehr anstrengend. Ich bin gefühlt 100 Kilometer durch Berlin gelaufen. Ich war fix und fertig. Aber ich hatte Gott sei Dank Ilse an meiner Seite. Die hat mich bis ins Ziel gezogen und hat gesagt, wir geben nicht auf, wir halten durch. Und als wir um die Kurve kamen und die na wie sagt die Siegessäule da sahen, da standen Dutzende Trommler auf beiden Seiten und haben uns begrüßt. Es war so toll. Wir haben Gänsehaut gehabt. Also, was sie uns dann bei der Demo gesagt haben, sie haben versucht, dort Getränkespender aufzustellen, haben sie beantragt. Das wurde von der Stadt Berlin abgelehnt. Das fand ich ganz furchtbar, weil es war so eine Sonne und man hatte so einen Durst. Also, das ist menschenunwürdig, finde ich. Und dann wollten sie Getränke verkaufen lassen und das wurde wieder von der Polizei verboten. Mein Mann sagte mir, die könnte man ja als Wurfgeschosse nehmen. Also das habe ich als sehr negativ empfunden. Aber ansonsten war alles klasse. Die Leute waren so gut drauf, die haben getanzt auf den Straßen. Es war nur fantastisch. Also großartig, kann ich nur sagen. Und in der Zeitung oder Berliner Zeitung oder wer es veröffentlicht hat, waren 12.000 Menschen da, aber es waren viel, viel mehr. Also ich würde schätzen 30.000. Es wurde auch noch von mehr gesprochen. Aber es, wie gesagt, ich kann nur sagen, es war fantastisch. Das wollte ich nur mal anbringen. Hauptsache beim Christopher Street Day sind 250.000. Aber
genau. Ja, die sollen mal. Das, die sind ja eins. Die sind ja, zählen ja als eins. Ja, vielen lieben Dank. Mensch, so viele Redner hatten wir, glaube ich, hier noch nie. Beenden möchte ich mit dem Lied. Da können wir uns langsam schon für den Spaziergang, für den zweiten Teil so hinstellen. Und zwar das Lied Kraniche. Ich habe es ja sonst immer gespielt von Tino Eisbrenner in der Kombination mit der russischen Künstlerin. Ich habe aber noch eine andere Variante oder eine andere Form gefunden von Hermann van Veen. Der ist vielen Menschen gängig. Das Lied Kraniche. Wir haben am 8. Mai, also für den 8. Mai, zu den Denkmälern gegangen sind, habe ich ja erzählt, wo ich das entstanden ist. Durch die ganz vielen Kraniche, die gefaltet worden sind, damals nach den Atomabwürfen durch ein kleines Mädchen, was dann wieder Heilung finden wollte, wenn sie 1000 Kraniche faltet. Dieses Lied wurde ja dann übernommen nach Russland als Mahnlied für eine russische Familie. Das war der ausschlaggebende Punkt, eine siebenköpfige Familie oder wo die Mutter, glaube ich, ihre 7 Söhne verloren hat. Und dieses Lied nehmen wir jetzt einfach mit als Denkmal, als singendes Denkmal, als Mahnung, dass wir nichts mit Krieg am Hut haben wollen und wir uns ganz stark für den Frieden einsetzen. Vielen Dank. Ja.